sie. Die Geschichte dazu ist natürlich länger. Claudia Kogo leidet an Mukoviszidose. Das ist eine Stoffwechselkrankheit, bei der die Lunge zerstört wird. Und bis vor 5 Jahren saß Claudia deswegen auch im Rollstuhl. Sie hat kaum Luft bekommen. Dass sie jetzt wieder Fahrrad fahren kann, ist ein großes Geschenk, genauso wie ihr ganzes Leben. Denn sie hat vor 5 Jahren an Ostern eine neue Lunge bekommen. Claudia Krogo liebt ihr neues Leben. Das mit der neuen Lunge, die ihr Dinge ermöglicht, von denen sie vor 5 Jahren nur zu träumen gewagt hatte. Damals lag sie über Ostern im Krankenhaus. Jetzt radelt sie durch den Schlosspark Nordkirchen. Mir ist schon bewusst, was für ein Glück ich einfach hatte, dass ich jetzt wieder Fahrrad fahren kann, weil das konnte ich vorher einfach gar nicht. Mal einfach so auf Fahrrad losfahren oder so war nicht möglich. Und heute setze ich mich drauf, fahre 30, 40 Kilometer und genieße das Leben dabei. Einfach so die Natur auch, dann rieche ich den Frühling. Das ist einfach schön. Und dieses neue Leben begann vor fast genau 5 Jahren. Es war 2012. Mitten in der Nacht kam der rettende Anruf, auf den sie so lange gewartet hatte. Das passende Organ, eine Lunge, sei da und sie müsse sich auf den Weg zur Transplantation machen. Ich hatte wackelige Knie. Ich war am Zittern am ganzen Körper. Ich habe versucht, diese 2 Stunden, bis der Krankenwagen kam, so normal wie möglich zu verbringen. Ich habe mir einfach mal noch die Haare gewaschen, hatte eine Normalität. Noch am gleichen Tag wurde die neue Lunge transplantiert. Als Claudia Krogul aus der Narkose aufwachte, konnte sie zum ersten Mal einen tiefen Atemzug nehmen. So, wie sie es bisher nicht kannte. Ein Tag, der ihr Leben veränderte. Das ist mein 2. Geburtstag, den ich auch jedes Jahr feiere mit meiner Familie und meinen Freunden. Und ich stecke dann auch immer, oder ich mache zündende Kerze an für meinen Spender einfach, um ihn dann im stillen Gedenken halt ein bisschen zu danken dafür, dass er sich dafür entschieden hat. Ostern vor 5 Jahren in der Klinik mit der neuen Lunge. Vergessen wird sie das nie. Ich war ja dann fast 4 Wochen im Krankenhaus über Ostern und dann bekam ich dann Besuch von meinen Leuten, von meiner Familie, von meinen Freunden und die waren halt alle sehr begeistert, dass es mir wieder schon sehr gut ging, sagen wir es mal so. Also, dass ich plötzlich da wieder rumlaufen konnte und den quasi weggelaufen bin. Seitdem muss Claudia Krogul jeden Tag 40 Tabletten schlucken, sich von erkälteten Menschen fernhalten und sich ständig die Hände desinfizieren. Als Botschafterin für Organspenden versucht sie, Menschen davon zu überzeugen, wie lebenswichtig die Entscheidung für einen Spenderausweis ist. Aus dem Grund schreibt sie über ihr Leben in einem Blog und auch über ihre Ängste. Freunde von mir sind einfach schon vor mir jetzt verstorben, die mit mir transplantiert worden sind. Und das versetzt dann immer wieder so, oder gibt dann immer wieder so einen Stich ins Herz, wo man denkt, Scheiße. Und gleichzeitig bin ich aber froh, dass ich noch hier bin und es geschafft habe, diese ersten 5 Jahre. Denn in dem Zeitraum sterben rund die Hälfte aller Lungentransplantierten. Die 37-Jährige genießt die Ostertage mit Freunden auf dem Bauernhof in dem Bewusstsein, dass ihr ein neues Leben geschenkt wurde. In 2,5 Jahren will sie ihren 40. Geburtstag feiern. So alt wäre ich eigentlich nie geworden, sage ich mal. So ein Mensch sagt bei 40, oh Gott, und ich sage, ja, ich habe es geschafft. Ja, wir wünschen ihr natürlich auch das Allerbeste. Die Lokalzeit Ostern.